Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Mass Effect. Zuletzt waren wir ja bei dem Schiff der Kollektoren und entsprechend haben wir auch hier eine neue Mission. Die werden wir aber nicht machen, denn wir werden jetzt endlich mal die Justicarin holen. So, habe ich es jetzt endlich. Werden wir als erstes holen. Dann haben wir die Crew erstmal komplett. Dann haben wir hier noch die ganzen Nebenmissionen. Und dann wäre auch noch das mit Projekt Feuergänger. Also, das machen wir zuerst. Und ich würde sagen, wir gehen mal runter auf den Planeten. Und schauen wir mal. Ich bin auch schon da. Und ich muss sagen, zwischen der letzten Episode und dieser Episode sind wieder 2 Wochen vergangen. Ich hoffe, ich komme wieder rein. Natürlich kommt wieder Garrus mit. Und vielleicht macht es Sinn, dass Tali mitkommt. Ja. Ja, wir machen hier automatisch. Der Rest ist eh auch automatisch. Eine Sache möchte ich vielleicht anpassen. Schweres Gewehr. Ich glaube, ich nehme mal das Kollektoren-Sturmgewehr. Das ist okay. Ja, machen wir mal so. Alles klar. Zurück. Beenden. Und dann wären wir auch schon da. Okay. Wo müssen wir eigentlich hin? Das sagt mir jetzt überhaupt gar nichts. Schauen wir mal ganz kurz ins Tagebuch. Hä? Wo ist es denn? Kraft, bla bla bla. Fressen Waffen gehört zu den wenigen, Gewerkschaft der Assad, die in Standardwaffen bei den Kampfjurik ausgebildet werden. Zwar wurde vor kurzem auf ihrem Gesicht außerhalb des normalen Assadi-Gebietes. Das bringt mir jetzt nicht so viel. Quatsch mal mit dir. Welch Freude, Sie wiederzusehen. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Suche nach jemandem. Ich habe eine Mission. Können Sie mir helfen, jemanden zu finden? Bei Unterhaltungszentren und Geschäften kann ich behilflich sein, aber zu einzelnen Personen kann ich sie leider nicht bringen. Aber Liara ist bei so etwas sehr versiert. Sie kann Ihnen bestimmt weiterhelfen. Danke. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in das Astra, Commander. Nicht hilfreich. Ja, shit. Wo werden wir die jetzt finden? Ich würde sagen, wir gehen mal da oben rauf. Schauen, ob sie noch da ist. Nach den Angriffen auf die Kolonien der Menschen Fertighäuser abstoßen. ich glaube, da ging es ja hinten drauf, ne? Aber das ist echt schlimm, wenn man ein paar Wochen nicht mehr gespielt hat. Dann erst wieder reinzukommen. Ein Unternehmen von Elvis Cowboy. Wir könnten das Terminal nutzen. Auswählen. Der ist aus unbekannten Gründen auf Ilium, von dieser Sache mit der Funktion als Justicarin auf Hüblichkeit sich normal nach Ankunft bei Überwachungsoffizier Darats Prozedur. Aha, wir vorlesen Darat vielleicht die Funktion über Samaras Aufenthaltsort. Dara im Transportzentrum. Okay, das ist wo? Transport und Fracht, das ist gerade hier hinten. Okay. Gehen wir dann mal wieder nach unten. In Kürze präsentieren wir Ihnen unsere jährliche Liste mit den 10 reichsten Bürgern von Illinois. Transportation. Nice. Oder mittlerweile Volus verhangen. Und verpassen Sie nicht die neueste Modesünde bei den Commerce Awards letzte Woche. All das ist noch viel wichtig bei Verlust. Ich will ja mal so Fernsehsendungen von der Welt da mal sehen. Sie werden nicht glauben, was gerade passiert ist. Ich habe die Daten. Fragen Sie nicht. Betrachten Sie es einfach als Geschenk. Sagen Sie allen Bescheid. Die Familie ist gerettet. Moment, welche Daten? Nochmals vielen Dank. Sie haben ja keine Ahnung, was das für meine Familie bedeutet. Ich weiß, dass wir ihnen geholfen haben, aber ich weiß gerade nicht mehr genau, was wir gemacht haben. Okay. Wo ist die Dame? Du bist Tana. Mit dir kann ich nicht quatschen. Das ist nicht hilfreich. Rennen wir trotzdem mit ihr. Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo ich Serena finde? Sie ist nicht mehr hier. Oh, Ihnen hat sie doch geholfen, nicht wahr? Sie hat einen Außenweltjob angenommen. Wo hat sie nicht gesagt?
Sie hat mir etwas für Sie gegeben. Ist wohl eine Nachricht oder so. Hat sie sonst nichts gesagt? Sie hat mir nur das da gegeben und ist weg. Hat sich nicht mal verabschiedet. Hey, Shepard. Ich war gerade unterwegs zu einem neuen Leben, als die Nachricht kam. Das Miststück ist tot. Das heißt dann wohl, dass Ihr Freund lebt und seinen Job zu Ende gebracht hat. Sagen Sie ihm, wenn ich ihn jemals treffe, gebe ich ihm einen aus. Viel Glück. Ja, auch nicht das, was ich wollte. Das ist auch falsch. Ja, jetzt wird's spannend. Das ist keiner von denen. Dann gehen wir da hier mal eins weiter. Okay, da war das eine Shuttle. Aber Waffenhändler. Bist du sicher, dass die Waffen und Panzerungen von Thor Selbstverteidigung gut genug für Eclipse sind? Ja. Ich sag dir doch, entspann dich. Sex werden ein paar fehlende. Hier kann ich auch nichts machen. Okay, ich schau mal, ob ich beim Terminal hier was rausfinde. Nö, tue ich nicht. Mit denen kann ich hier auch nicht mehr fahren. Ah, hier unten ist noch was. Machen wir nix. Ah, das gibt's doch nicht. Wo war denn das? Oh, Polizei. Nein, ich habe noch kein Glück gehabt. Sie besteht Chiana? Darauf, dass es legal war. Ich weiß oh, es nicht. Da ist es. Kann Officer Dara. Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ich suche eine Asari-Kriegerin namens Samara. Oh nein, was hat sie getan? Hat sie jemanden umgebracht? Ganz ruhig. Ich muss nur mit ihr reden. Sie ist die erste Justikarin, die je zu uns gekommen ist. Ich mache mir Sorgen, dass sie das Feuer eröffnet. Sie ist vor einigen Stunden zum Raumhafen gegangen. Wenn Sie dorthin wollen, können Sie sich an dem Stand auf dem Balkon da ein Taxi kommen lassen. Seien Sie einfach höflich, wenn Sie ihr begegnen. Justikarinnen verkörpern unsere höchsten Gesetze und bleiben normalerweise im Gebiet der Asari. Sie ist den Umgang mit Aliens nicht gewohnt. Okay. Also Aliens impliziert mich als Mensch. Aber ja, okay. Gut, dann würde ich sagen, Taxi rufen. Oh, das geht gerade instant. Alles klar. Ja, bitte gleich annehmen. Passt alles so, wie es ist. Bitte, es gibt mal wieder Stress. Wo wollen Sie denn hin? Ja, es gibt Stress. Ich bringe meine Ware nach Omega, Detective. Sie gehen nirgendwo hin, Händler. Nicht bevor ich diesen Mord aufgeklärt habe. Ich hatte nichts damit zu tun. Es waren diese üblen Söldner, die Sie offenbar nicht loswerden. Das Opfer war Ihr Geschäftspartner und Sie gehören zu den Verdächtigen. Ich gebe Ihnen Bescheid, wenn Sie gehen dürfen. Was ist mit der Justikarin, die gerade aufgetaucht ist? Alle sagen, sie dreht vielleicht durch und greift zur Waffe. Ich muss hier weg. Sie schießt nur auf Kriminelle. Sie hätten also mit Sicherheit nichts zu befürchten, Pitney Four. Ich bin auf dem Revier, wenn Sie mich brauchen. Pro werden wir da jetzt irgendwas mit dem machen. Hä? Weg ist er, ne? Da steht er. Nein, ich will eigentlich nicht mit dir quatschen. Oder will ich doch? Ach, was soll's. Quatsch mal mit ihm. Was wollen Sie? Ich habe schon Söldner an den Hacken, die mich umbringen wollen, genau wie meinen Partner. Ich brauche nicht noch mehr Ärger. Als ob das nicht schon genug wäre, ist heute Morgen auch noch eine Asari-Justikarin aufgetaucht. Alle Einheimischen haben Angst vor ihr. Ich muss von diesem Planeten verschwinden. Hat Samara schon etwas Handfestes unternommen? Die Asari sagen, dass die Justikare im Kampf absolut tödlich sind. Und wenn sie nur den Hauch einer Bestechung riechen, fangen sie schon an zu ballern.
Und Bestechungsfälle sind hier wirklich nicht schwer zu finden. Sagen Sie mir, wo ich die Justikarin finde. Sie ist in der Gasse, in der mein Geschäftspartner ermordet wurde. Ein Detective hat den Tatort abgeriegelt. Wenn Sie dorthin wollen, müssen Sie mit ihr reden. Warum glauben Sie, dass es Söldner waren? Dagny Kur ging letzte Nacht durch eine dunkle Gasse, als ihn jemand mit einer Schrotflinte erledigt hat. Ich habe seine Leiche heute Morgen gesehen. Sie haben spezielle Patronen benutzt. Und das bedeutet, es waren Eclipse-Söldner. Sie wissen doch etwas über diese Eclipse. Ich mache hin und wieder Geschäfte mit ihnen. Aber nur in Begleitung meiner Wachen und an gut erleuchteten Orten. Und erst wenn geklärt ist, dass sie flüssig sind. Ein hinterlistiger Haufen, sogar für Söldnerverhältnisse. Sie verkaufen roten Sand und alles mögliche illegale Zeug. Und sie sind allesamt kaltblütige Killer. Warum sollten die Söldner ihn umlegen? Und wie kommen sie darauf, dass sie auch auf der Liste stehen? Ich habe keine Ahnung. Wir sind harmlose Kaufleute. Aber sie haben ihn getötet. Das heißt, dass sie auch hinter mir her sind. Ich muss meine Verbindungen spielen lassen und von hier verschwinden. Der Tod ihres Partners scheint sie nicht allzu sehr getroffen zu haben. Dagny Kur kannte die Risiken, als er sich der Raumfahrt widmete. Im Moment mache ich mir nur um mich selbst Sorgen. Es ist im Moment ungesund, ein Volus auf dem Raumhafen Nos Astra zu sein. Vor allem, wenn man Pitney Four heißt. Oh, was für Freunde. Ich muss jetzt gehen. Aber ja. Wenn man solche Geschäfte macht, glaube ich, muss man mit sowas rechnen. Mal sehen, was wir da rausfinden werden. Jetzt schauen wir mal, dass wir mal unsere Freunde da treffen. Dürfen wir da einfach so rein? Gibt's nicht zu sehen. Weitergehen. Und wenn ich doch reingehe? Ich probiere es einfach mal. Nee, ich komme hier nicht rein. Alles klar. Gut. Oh, ich kann ihn untersuchen. Okay, da brauchen wir eine Schlüsselkarte, da kommen wir schon mal nicht weiter. Ja, und reden kann ich mit euch auch nicht. Schade. Okay. Das sind die Arbeiter. Cooler Anzug. Gefällt mir. Dann, das sind Beamter. Dann gehen wir hier mal in die Polizei rein. Immer sehr gut. Detective. Waffenspinden. Ja, okay. Dann quatschen wir mal mit dir. Hübsche Waffen. Bitte nicht in meinem Bezirk abfeuern. Was kann ich für Sie tun? Ich suche eine Asari-Kriegerin namens Samara. Wenn Sie eine Rechnung mit Samara zu begleichen haben, dann bitte woanders. Ich habe hier schon mehr als genug Ärger. Ich muss Samara für meine Mission rekrutieren. Dann sind wir auch schon wieder weg. Justikare arbeiten zwar normalerweise allein, werden aber nahezu magisch von unmöglichen Aufgaben angezogen. Das können wir bieten. Wenn Sie sie aus meinem Bezirk rausschaffen, bringe ich sie umgehend zu ihr. Sie ist am Tatort. Sie sind sehr begierig darauf, Samara aus Ihrem Bezirk zu kriegen. Meine Bosse wollen, dass ich sie einsperre. Sie haben Angst, sie würde irgendeinen Vorfall mit mehreren Spezies provozieren. Aber ihr Justikar-Kodex lässt nicht zu, dass man sie verhaftet. Wenn ich es versuchen würde, müsste sie mich umbringen. Ich will aber nicht sterben. Wenn Sie sie also mit irgendeiner ehrenvollen Sache fortlocken könnten, bevor ich meine Befehle erfüllen muss, würde mich das sehr freuen. Und ich würde Ihnen behilflich sein. Ich frage mich gerade, wenn der Kodex so großartig ist, ob die nicht bei uns Stress machen wird, bei den Sachen, was wir gerade so machen. Und wer uns unterstützt. Ich weiß nicht, ob die das so geil findet. Prinzipienlos finde ich jetzt, find beides gerade nicht passend. Wie komme ich zum Tatort? Es ist gleich um die Ecke. Gehen Sie raus und dann links. Suchen Sie nach der Polizeiabsperrung. Ich sage Bescheid, damit man Sie durchlässt. Vorsicht! Die Eclipse-Söldnerinnen hier treiben sich seit kurzem in diesen Nebengassen herum.
Okay, kann ich noch was untersuchen? Söldner Justicare. Ja, was bitte. Können Sie mir über Justicare erzählen? Sie sind eine Art Menschen, nennen sie manchmal Kriegsmönche. Sie leben nach einem komplizierten Kodex, der ihnen befiehlt, die Bösen zu bestrafen und die Reinen zu beschützen. Sie sind seit Jahrtausenden ein Teil der Asari-Kultur. Ich habe schon als Kind Abenteuergeschichten über Justicare gelesen. Das erinnert mich so ein bisschen an die Tempelritter, oder? Nur, dass die halt auch Schlechtes gemacht haben, aber so dezent in die Richtung. Untersuchen. Sie erwähnten einen Tatort. Ein Händler der Volos wurde ermordet. Die Arbeit eines Profis, also kein Junkie, der sich Stoff beschaffen wollte. Meiner Vermutung nach war es die hiesige Eclipse-Söldnertruppe. Beweisen kann ich es nicht, aber wenn der Volos auch Dreck am Stecken hatte, war es vielleicht nur eine Geschäftstransaktion, die aus dem Ruder gelaufen ist. Ja, ich denke mal, wir haben jetzt mal alles. Ich muss gehen. Wir gehen erstmal. Viel Glück. Wir sollten Samara finden, bevor dieser Detective sich auf die Suche nach ihr macht. Ach, was ein Stress. So, gleicher Weg nochmal. Oh, und siehe da. Sie sind nicht mehr im Weg. Okay, Transportdetails. Einmal lesen. Era, wir sollten das als Lagerüberschuss betrachten. Schick sie den Rest an den üblichen Ort zu Tags. Ein paar Teile weniger wird er nicht vermissen. Okay. Oh. Wir kriegen hier also Stress. Ja, wir bleiben erstmal bei der Waffe. Also jetzt hier schon oder erst später? Platin. Wo denn? Nicht hier. Ganz ehrlich, wie könnt ihr hier sein, wenn da gerade nebenan die Polizei ist? Wieso machen die da nichts dagegen? Ein bisschen so weniger glaubwürdig. Da können wir eh nicht lang, also geht's da lang. Autsch. Das waren meine besten Leute. Sagen Sie mir, was ich wissen will, und ich bin sofort weg. Wo haben Sie sie hingeschickt? Ist sie das? Sie glauben, ja. Ich verrate Sie? Sie würde mir Schmerzen zufügen, die Sie sich nicht vorstellen können. Wie hieß das Schiff? Ihr Leben hängt von der Antwort ab, Lieutenant. Selbst wenn Sie mich töten, wird eine von uns Sie kriegen, Justicarin. Wie hieß das Schiff, mit dem sie geflohen ist? Oh, fahren Sie zum Teufel! Mögen Sie Frieden in den Armen der Göttin finden. Fuck. Ich habe Angst vor der Frau. Und ich diene dem Justicar-Kodex. Meine Gegner sind die Eclipse-Schwestern. Aber jetzt stehen drei gut bewaffnete Kämpfer vor mir. Sind wir Freunde oder Feinde? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß nicht, sind wir Freunde? Ich gehe mal mit dem. Die Söldnerin war verletzt und hilflos. Erledigen Sie jeden, der Ihnen nicht hilft? Wenn die Sache wichtig genug ist, ja. Ist das bei Ihnen anders? Touché. Kommt ein bisschen auf die Situation drauf an. Es wäre ein bisschen gelogen, ne? Mit nicht wirklich. Hm.
Ja, ich gehe trotzdem mit dir. Ich habe Feinde ausgeschaltet, aber immer mit gutem Grund. Ich folge meinem Kodex, der ganz klar definiert ist. Wenn mein Handeln diesem Kodex entspricht, ist es richtig. Wenn nicht, bin ich im Unrecht. Ich behaupte nicht, dass es immer leicht ist oder dass jeder es für richtig halten muss. Aber ich habe einen ungestörten Schlaf, was die meisten von sich nicht behaupten können. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, ich würde sagen, wir erzählen ihr erstmal von den Kollektoren, soweit sie überhaupt glaubt, und dann, dass wir sie brauchen. Aber so wie sie drauf ist, weiß ich nicht, was ein Grund wäre, dass sie sagt, okay, sie hilft uns. Sie müssen mir helfen, die Kollektoren zu besiegen. Die Kollektoren sind ein würdiger Gegner. Ich würde mich sehr gerne mit ihnen messen. Aber ich bin auf der Suche nach einem höchst gefährlichen Flüchtling. Das war jetzt einfach. Ich hatte sie hier okay. In die Enge getrieben, aber die Eclipse-Schwestern haben sie weggebracht. Ich brauche den Namen des Schiffes, auf dem sie war, bevor die Spur kalt wird. Ich wünschte, sie würden den Menschen begleiten, Justikaren. Ich habe Befehl, sie zu verhaften, wenn sie nicht gehen. Sie gehen ein großes Risiko ein, indem sie ihre Befehle befolgen, Detective. Zum Glück muss ich mich nicht weigern. Mein Kodex verpflichtet mich dazu, einen Tag lang mit ihnen zu kooperieren. Danach muss ich meine Ermittlungen fortsetzen. So schnell kann ich sie nicht wieder freilassen. Sie werden mich nicht aufhalten können. Was ist gerade passiert, ja? Für Menschen ist das hier verwirrend. Kann mich mal jemand aufklären? Ich wollte sie davon überzeugen, mit ihnen zu gehen. Aber Justikare und ihr Kodex. Der Detective hat den Befehl, mich festzunehmen. Ich kann sie nicht zur Befehlsverweigerung zwingen. Und nach einem Tag kämpft Samara sich aus der Gefangenschaft frei und tötet jeden, der sich ihr in den Weg stellt? Leider ja. Was ist das für ein Kodex? Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Kann man da nicht vielleicht irgendwie einen Deal machen? Ich besorge den Namen des Schiffes. Wenn Sie das tun, schließe ich mich Ihnen an. Dann ist dem Kodex Genüge getan. Haben Sie irgendwelche Spuren? Der Volus-Händler Pitney Four ist darin verwickelt. Eclipse-Söldner wollten ihn aus dem Weg räumen. Holen Sie die Wahrheit aus ihm raus. Er kennt vielleicht einen Weg in die Eclipse-Basis. Nun, ich muss zurück auf mein Revier und Sie muss ich wohl mitnehmen. Ich danke Ihnen, Shepard. Das ist ein bisschen zu einfach. Na, okay. Und ich hatte recht damit gehabt, dass wir mit ihm noch was zu tun haben. Das steht einfach mal hier. Was ist mit deinen Wachen? Keine Wachen mehr? Ja gut, dann reden wir mal mit ihm. Und wow, das wird sicher ganz großen Stress geben, wenn wir dann bei der Basis sind. Hallo Erdenclan. Haben Sie mit dem Detective gesprochen? Sie haben behauptet, von all dem nichts zu wissen. Sie haben jetzt genau eine Chance, diese Aussage zu korrigieren. Was soll das heißen, Erdenclan? Ach, herrje. Bitte nehmen Sie das weg. Ich werde auch kooperativ sein, das schwöre ich. Erzählen Sie mir alles darüber. Ich habe eine Chemikalie nach Ilium geschmuggelt, die im Kampf Biotikkräfte verstärkt. Und giftig ist sie außerdem. Ich habe möglicherweise vergessen, Letzteres gegenüber Eclipse zu erwähnen. Darum sind sie jetzt ungehalten und wollen mich umbringen. Allein dafür solltest du schon ins Gefängnis. Und ja, es ist die eigene Schuld. Es klingt, als wären sie ein Betrüger, dessen Praktiken sich jetzt endlich einmal gerecht haben. Völlig richtig. Aber ich hätte nicht so lange als Händler überlebt, ohne zu wissen, dass man bei guten Geschäften manchmal ein wenig großzügig mit der Wahrheit sein muss. Eclipse hat kürzlich jemanden von dieser Welt geschmuggelt. Ich brauche den Namen des Schiffes, das sie weggebracht hat. Ich weiß nichts darüber, dass sie Leute schmuggeln. Aber in ihrer Basis gibt es darüber bestimmt Unterlagen. Ich habe einen Passierschein, der ausgestellt wurde, damit ich meine Ware importieren konnte. Ich musste ihn zwar abgeben, habe aber zufällig noch eine Kopie davon.
Nehmen Sie ihn. Aber Vorsicht. Jede Eclipse-Schwester muss einen Mord begehen, um sich ihre Uniform zu verdienen. Sie sind alle sehr gefährlich. Ja, wenn du wüsstest, was wir schon alles gemacht haben. Oh, Entschuldigung. Ja, abtrünnig für die Waffe, das war jetzt irgendwie klar. Ja, toll. Das heißt, wir müssen jetzt in die Basis und da wieder alle umnieten, damit wir an die Infos kommen. Schauen wir ganz kurz auf die Karte. Hä, Moment. Ziel da hinten? Hä? Gehen wir ganz kurz weiter. Ach so. Ich sollte mal in den Fahrstuhl fahren. Also bitte brich jetzt nicht aus, wenn wir dir jetzt die Infos da geben. Oh, da geht's aber weit nach unten. Wir kriegen Ärger. Oh. Moment, das ist die Basis? Okay, damit habe ich jetzt noch gar nicht gerechnet. Ich dachte, da geht's jetzt ins Gefängnis. Bitte einmal das und einmal das. Eine zu hohe Konzentration führt zu schweren Gewebeschäden. Ich schlage eine geringe Dosierung vor. Ja, ich versuch's. Das ist einfach so unlogisch. Ich meine, die Polizei ist gerade nebenan. Oh, bitte geh nicht drauf. So ein Scheiß. Bitte mach mal das und das. Okay, ich glaube, das ist kein Gegner mehr. Und kein Schild mehr. Oh no! Ah, so ein Shit. Okay, haben wir es jetzt? Gut, können wir wieder weiterlaufen. Na? Okay. Waffenspind. Eine neue Waffe. Muss ich mal angucken, was die so kann. Ansonsten haben wir hier erstmal nix. Oh, und war gerade die richtige Tür. Ob das jetzt gerade einer der Schwestern ist? Ne, glaube ich nicht. So getan, weil die anderen Eclipse-Schwestern zugesehen haben, aber ich habe nicht geschossen. Ich gehöre nicht zu ihnen. Ich bin ein Neuling. Ich dachte, es wäre cool, Elnora die Söldnerin zu sein. Aber ich wusste ja nicht, was mich hier wirklich... Sie haben ihre Seite gewählt, Elnora, und verloren. Scheiß was? Auf Bastard. Nein! Und scheiß auf dich! Fuck! Alter, nein, das wollte ich nicht. Ich dachte, ich ziehe nur die Waffe, weil sie die Waffe zieht. Ich wollte sie doch nicht gerade erschießen. Ah. Das ist wertvoll. Shit. Ja, nein, das wollte ich jetzt wirklich nicht. Okay, dann gehen wir mal weiter. Da sind wohl hier oben dann die Schwestern. Okay. Sie haben uns gesehen. Ich müsste sie ausbremsen.
Okay, nach vorne laufen bitte. Na komm, raus aus der Deckung. Okay, dann hätte ich gern mal. Ja, das bringt mir eigentlich gar nichts. Ich habe den Kontakt verloren. Sehr gut. Das könnte ein Schiff sein. Na, haben wir noch mehr? Inferno-Granate. Geht schon. Ziel hat sich getan. Sekunde noch. Kommt jetzt wieder mal? Okay, alle wieder da. Hier haben wir. Okay, hier geht's nach oben. Dann schauen wir erstmal hier, was wir so Schönes haben. Medigel, immer gut. Oh, Terminal. Ah, das habe ich noch gar nicht vermisst. Was könnte das hier sein? Hier? Ja, sehr gut. Und was kriegen wir Schönes? 3000 Credits. Naja, besser als nichts. Eins weiter nach oben hier. Und gibt er den Stress. Okay. Soll ich jetzt auf Big Mama gehen? Kampfdrohne unterwegs! Ich brauche Unterstützung! Guter Schuss! Also ich muss sagen, mit den neuen Upgrades geht es wesentlich besser als wie vorher. Gut. Also auch hier geht es nicht weiter. Einmal hier hoch. 6000 Credits. Immer schön. Medigel. Machen wir mal ganz kurz das hier weg. So. Oh, die Polizei ist echt für den Arsch. Kampfdrohne. Hä? Die ist einfach verschwunden. Was zum. Ich hab sie nicht mehr auf dem Schirm. Oh, Scheiße, wir haben ja auch noch einen Jäger. Den mal ganz kurz kaputt machen. Fuck. Also haben wir jetzt hier ein kleines Boss-Battle. Platte. Nice. Das machen wir kaputt. Und das machen wir auch mal kaputt. Ja. Wie soll ich jetzt den Jäger kaputt machen? Dann gehen wir mal auf die schwere Waffe. Wo ist er? Okay. Machen wir jetzt erstmal den Roboter weg. Nice. Schwere Waffe bitte. Wo ist er? Hey, wo ist der hin? Oh, da hinten ist noch mehr. Nice. Das ist ein Giftkanister. Wo, 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 wo? Abfall.
Nice. Einer ist erledigt. Das wird ein harter Treffer. Ich nehme sie mir vor. Mit Vergnügen. Das wäre dann das. Da hinten haben wir noch einen. Ah, shit, da kommt noch... Na komm. Kampfdrohne bereit. Werde den Schuss ausführen. Die gehören alle mir. Wer trifft denn die? Na toll, keine Munition mehr. Sehr gut. Also, was mit unserem Jäger hier? Ist wieder komplett weg. Nice. Gut, dann hätten wir das. Also weiter hier. Ich hätte wirklich gedacht, das wäre jetzt irgendwie so ein Boss-Battle hier mit dem Jäger. Kommt vermutlich noch. Jetzt ist es offiziell. Die kleine Elnora ist endlich eine vollwertige Eclipse-Söldnerin. Ich habe mir meine Uniform letzte Nacht verdient, als ich diesen dämlichen Volus umgelegt habe. Ja, dann wird das mal gelöst. Liebe Dame, du hast ein Problem. Noch jemand? Oh, da kommen sicher noch einige. So, ich brauche erstmal Munition. Und das sieht so nach einer Stelle aus, da könnten Jäger wieder kommen. Jäger, über uns! Ja, natürlich. Fuck. Schwere Waffe. Fuck. Ich muss hier weg. So ein Shit. Okay, erhol dich mal bitte. Bitte, komm, schneller. Danke. Treff nicht mal! Das müsste sie auftreffen. Schöne Sache. Komm, geh kaputt. Perfekt. Nein, geh weg. Holla Scholli. Das ist unfair, sowas. So, gehen wir auf die normale Waffe. Die schwere Waffe brauchen wir für so das Gegner wie das hier. Gibt's hier ein paar Goodies? Nö. Also. Oh, da gibt's Medigel. Diese Credits, wir sind voll. Och nö. Das war hier. Nice. Hacking like a pro. Wie in echt. Sadele. Das müssten Transportpapiere sein. Hier steht, dass Bitney Four 2000 Einheiten Minagen X3 an Eclipse verkauft hat. Zusammen mit 600 Einheiten rotem Sand. Das ist nicht die Information, die Samara braucht, aber sie belastet den Volus. Ich bin sicher, dass Detective Anaya daran interessiert wäre. Darüber denken wir nach, wenn wir den Schiffsnamen herausgefunden haben. Naja, ich dachte, du sagst was anderes. Aber okay. Gut, liebe Leute, an der Stelle soll es mal gewesen sein. Wir sehen uns in der nächsten Episode und dann sehen wir, wie es hier weitergeht. Also, bis dann. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, vielleicht einen Kommentar
Und ihr wollt, kommt auf meinen Discord-Server. Link in der Videobeschreibung. Bis dann.